Hallo, wollen Sie wissen, warum wir da sind? Ich sehe es gerade, oder? Okay, ja, und was sehen Sie denn genau? Alles Schlechte auf der Welt. Sehr richtig, also das sind die Tierindustrien. Und warum passiert das? Warum passiert das denn? Weil wir einfach eine scheiß Welt sind zurzeit. Zurzeit, ja. Und es ist aber kein Ende in Sicht. Was können Sie machen, dass das aufhört? Glauben Sie, brauchen wir tierische Produkte, um gesund zu sein? Fleisch, Milch, Eier, Milch? Nein. Wissen Sie, was Veganismus ist? Natürlich. Also wir sind alle Veganer und wir können ja gesund und glücklich vegan sein. Natürlich, auf jeden Fall. Genau. Haben Sie schon mal selbst darüber nachgedacht, dass das in Ihrem Namen nicht mehr passiert, wenn Sie vegan sind? Es ist leichter gesagt als getan. Was ist daran so schwierig? Das Schwierige ist, dass man sich dazu überwindet, dass man das macht. Ja. Glauben Sie, ist das schwierig? Wenn man überhaupt jahrelang tote Tiere gegessen hat. Ja. Aber wenn man halt das sowas sieht, dann denkt man halt dann schon nach. Ja. Ich verstehe euch, warum sie das macht. Ja. Ich würde gar nicht so gerne in euch und sie trennen, weil wir waren alle mal nicht vegan. Wir sind alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Was ist denn für Sie im Moment der Grund, tierische Produkte zu essen? Sagen Sie es einfach frei raus. Schwer. Es schmeckt wahrscheinlich, wollten Sie sagen. Ja, sicher. Aber glauben Sie, dass aber Sie auch man leckeres... Man kann nicht immer auf das schauen. Ja. Das Ding ist, wenn Sie nicht auf das schauen, was Sie gerade gesagt haben, schauen Sie weg. Dann schauen Sie weg von, die Tiere, von den Tieren, die Sie ins Schlachthaus schicken. Und Sie haben gerade das gesagt, dass es schwierig ist. Glauben Sie, das ist schwierig einfach. Ist Ihr Geschmack und Ihre Tradition eine gute Rechtfertigung, um weiterhin Tiere ins Schlachthaus zu schicken? Nein, auf keinen Fall. Genau, also auf sehr, sehr ehrlich. Ja. Für mich war es das sogar eine Zeit lang. Ich habe mich da voll drauf ausgeruht, aber es ist doch irgendwie feig. Eigentlich schon, ja. Das stimmt schon. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben doch gesagt, dass es schwer ist. Aber es ist halt schwer in dieser Welt, weißt du, weil wir einfach in dieser Welt leben, wo einfach Fleisch irgendwie dazugehört. Also wir sagen immer, das Schwierige am Vegansein ist nicht, dass Sie einfach jetzt nur noch Obst, Gemüse, Nüsse, Samen... Nein, auf keinen Fall. Sondern, dass die Welt nicht vegan ist. Genau, insgesamt alle aber irgendwie. Glauben Sie, dass es für Sie schwerer ist, aufzuhören, tierische Produkte zu konsumieren oder für die Tiere sonst am Schlachthof für Sie zu sterben? Was ist schwerer? Es ist sicher schwerer für die Tiere. Sehr richtig gesagt. Auf jeden Fall. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn man das anschaut, erinnert man sich wieder daran, wo man beteiligt ist. Das stimmt, gell? Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in den Supermarkt und Sie sind ja ein gescheiter, empathischer Mensch. Und Sie denken, statt dass Sie da Fleisch sehen, daran, dass das lebendige Individuen waren, so wie Sie und ich. Das denke ich ja immer, wenn ich einkaufen gehe eigentlich. Und Sie kaufen halt trotzdem die Sache. Also ich weiß. Da müssen Sie noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur daran denken, sondern sich auch in die Perspektive der Opfer versetzen. Ja, voll. Und das Ding ist, wir wollen hier keine Unterschrift, wir wollen hier keine Petition. Wir sind nicht hier, um zu sagen, bessere Vollspaltenböden oder Abschnitte. Wir wollen einfach nur Sie zum Veganismus zurückführen. Und ich sage ganz bestimmt zurückführen, weil als Kind... Ja, dass halt überhaupt alle nachdenken darüber, was da überhaupt passiert. Genau, ich möchte aber nicht nur, dass Sie nachdenken, weil Nachdenken alleine... Reicht überhaupt nicht. Nein, man muss auch tun auch. Und die Handlung, die friedlichste Handlung, die Sie machen können den Tieren gegenüber, ist, sie einfach in Ruhe zu lassen. Und das ist im Endeffekt auf Veganismus. Auf jeden Fall, ja, das stimmt schon. Darf ich Ihnen noch eine Karte mit mehr Informationen mitgeben? Ja, sicher, gib mal was mit. Also, vielleicht müssen Sie sich, Moment, ich habe da noch einen Link drauf geschrieben, weil da sind diese Videos dann bereitgestellt. Auf dieser Seite 13x.org haben wir Dominion, das ist ein Film, der zeigt einfach nur alle Tierindustrien, Fleisch, Milch, Eier, Käse. Weil ich weiß nicht, ob Sie noch eine Minute Zeit haben Sie schon mal über Milch nachgedacht, wieso Vegetarismus nicht reicht? Habe ich auch schon mal nachgedacht, aber ich habe jetzt leider nicht die Zeit nicht dafür. Ganz kurze Zusammenfassung, Milchindustrie, was ist denn Milch? Jede Tiermilch ist Muttermilch. Genau. Das heißt, wir schwängern Kühe, das passiert hier gerade, dann nehmen wir ihnen die Kinder weg, dann töten wir die Kinder und dann nehmen wir ihre Muttermilch aus den Brüsten. Die Muttermilch zum Verkaufen. Und sie sind ein abgestillter, erwachsener Mann. Sind empathisch, ich sehe es in ihren Augen. Glauben Sie, es sind nicht wir die Veganer, es sind einfach nur wir die Menschen, die Tiere in Ruhe lassen. Die was das machen. Ja. Mhm. Nicht machen. Veganer überhaupt der Mensch einfach, der Mensch von Haus aus müsste einfach anders denken. Wir reden nicht über die Menschen, wir reden. Aber ich sage jetzt überhaupt, ich rechne jeden ein. Jeder hat dieses Ding, dieses Verlangen auf Fleisch, aber wenn man das halt so sieht, muss man wirklich schon nachdenken. Informieren Sie sich über, Ja, das mache ich, Schauen auf jeden Fall. Und überlegen Sie sich auch über das Wort Speziesismus, gebe ich Ihnen mit. Rassismus versus Speziesismus, Diskriminierung von Tieren. Seien Sie kein Rassist, seien Sie kein Speziesist. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Okay, aber Dankeschön. Erheben Sie Ihre Stimme für die Tiere. Auf jeden Fall. Sie haben ein tolles Herz. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ich wünsche was. Dankeschön. Tschüss. Ciao.